Shalom, Shalom. Ja, nochmal, wie gesagt, die Welt weiß einigermaßen Bescheid. Okay. Scheinbar, oder scheinbar auch nicht. Jedenfalls hier nochmal ein kurzer Überblick, okay, was die Situation betrifft bezüglich Impfungen. Okay. Voreilige Hoffnung. Die Entwicklung des Impfstoffes könne noch Jahre dauern, vor allem wenn sich durch die abnehmenden Fallzahlen immer weniger Testpersonen finden lassen. Und sogar CNN sagt, dass ein fertiger Impfstoff erst in einigen Monaten zur Verfügung stehen könnte und die Forschung an Medikamenten, die Antikörper aufbauen, welche von der Trump-Administration vorangetrieben wird, womöglich wesentlich früher als der Impfstoffeinsatz bereit sein wird. Und mit einem wirksamen Medikament gegen das Virus könnte die gesamte Notwendigkeit einer Impfung in Frage gestellt werden. Derweil hat Melinda Gates, die Frau des Microsoft-Milliardärs Bill Gates, der mit seinem Privatvermögen die Impfstoffentwicklung vorantreibt, bei einem Interview Fragen zum Umgang mit der Pandemie beantwortet. Dabei wurde sie unter anderem gefragt, in welcher Reihenfolge der Impfstoff an wen verteilt wird. Melinda Gates erklärte, dass zuerst das gesamte Pflegepersonal in den Krankenhäusern und Altenheimen geimpft wird und danach solle man nach Hautfarbe gehen. Also nach dem Pflegepersonal alle dunkelhäutigen Menschen, in den USA also die afroamerikanische Bevölkerung und global gesehen sollte der Impfstoff zunächst an Afrika ausgeliefert werden. Also was die USA betrifft, sorry, meine Lippen sind mir so trocken. Also sie beginnen ganz klar mit den Dunkelhäutigen dort, okay? Und das Haus Gottes ist wie gesagt hauptsächlich in Amerika. Das heißt, sie beginnen auf jeden Fall mit euch Negern, Latinos und Indianern, okay? Aber nicht nur in Amerika, sondern auch weltweit. Okay. Deswegen machen sie in Afrika quasi sich gerade Versuchskaninchen. Also sprich, sie fangen natürlich dort auch an, komplett ihre absurden Impfstoffe einzuführen, weil sie wissen, es funktioniert. Weil sie wissen, dass dort die Wahrheit, okay, ja nicht so vorhanden ist, okay. Also ganz klar eigentlich, ja. Weil die wenigsten aus Afrika schauen jetzt zum Beispiel, was wir von Great Millstone da lehren, okay. Schon einige und die ganze Welt hat eigentlich auch davon erfahren, aber im Endeffekt, das einzigste Camp, was ich da unten in Afrika kenne, ist GMS Nigeria. Okay. Und es klingt wenig, aber es gibt natürlich auch viele, die da jetzt im Christentum und so sind, aber das Christentum ist halt einfach verloren. Okay, ist halt einfach komplett vergebens. Weil sie haben den Namen nicht. Okay, den einzigen Namen Gottes, wo auch Power drin steckt. Sie haben nicht den Namen des Sohnes. Sie würden wahrscheinlich unter anderem deswegen verführt werden, sprich für den Microchip. Okay, also es fängt schon an mit den Vaccines, mit den Impfungen, dass sie da quasi schon die erste Hürde nicht geschafft haben. Und dann wird sich das natürlich auch nach Europa und so weiter und so fort austragen. Und wir sehen nicht nur die Anfänge davon, sondern wir sind direkt mittendrin. Also sie sagen dir quasi ins Gesicht, dass sie Krieg mit dir führen. Israel, okay. Weil sonst würden sie nicht, tja, sonst würden sie halt nicht so beginnen, wie sie beginnen. Aber lass uns da mal ein bisschen weiter reingucken, weil er hat hier auch tatsächlich eine kleine Rechnung dazu ausgeführt. Und da dürfte einem klar sein, dass es wissenschaftlich, wie gesagt, keinen Hintergrund hat, worauf man solche Angriffe gegen Menschengruppen. Wobei wir von GMS das natürlich auch spirituell mit auch verstehen, okay, einfach so da machen kann. Alles klar. Auch der chinesische Präsident Xi Jinping versprach auf dem China-Afrika-Gipfel Mitte Juni, dass der in China entwickelte Impfstoff zuerst den afrikanischen Staaten zur Verfügung gestellt wird. Dazu ein Artikel von Daily News Egypt.
Begründet wird dies mit der Behauptung, dass alle Afrikaner bzw. Afroamerikaner wesentlich stärker von dem Virus betroffen sind. In den Vereinigten Staaten lässt sich tatsächlich belegen, dass afroamerikanische Menschen sich dreimal häufiger infizieren als Weiße. Wenn dies aber wirklich mit ihrer Herkunft und Hautfarbe zusammenhängen würde, dann müssten wir diesen Trend ja auch auf dem Kontinent Afrika beobachten können. Also schauen wir uns doch mal die dortigen Zahlen an. Seit 4,5 Monaten verbreitet sich das Virus nun schon in Afrika. 54 der 55 afrikanischen Staaten verzeichnen derzeit aktive Fälle. Nun muss man vorab wissen, dass auf dem afrikanischen Kontinent ca. 1,2 Milliarden Menschen, also etwa 16% der Weltbevölkerung, leben. Mit etwas weniger als 360.000 Fällen entfallen allerdings nur etwa 3% der weltweiten Infektionen auf Afrika und mit 9.300 nur ca. 1,8% der weltweiten Corona-Toten. Tatsächlich verzeichnen Länder wie Belgien mit 11,5 Millionen Einwohnern mehr Tote als der gesamte afrikanische Kontinent. Und trotzdem soll Afrika zuerst geimpft werden? Zumal der Impfstoff in einem extrem verkürzten Verfahren hergestellt wird und keineswegs auf mögliche Langzeitfolgen untersucht worden sein kann. Natürlich muss man bedenken, dass in Afrika nur wenig getestet wird und die Dunkelziffer wesentlich höher sein kann. Dennoch ergeben sich viele Fragen. Warum zum Beispiel machen Milliardäre wie Bill Gates Milliarden locker, um Afrika mit einem Impfstoff zu versorgen, die gerade wegen dem Lockdown und Wirtschaftseinbruch aufkommende Hungersnot und Massenarbeitslosigkeit dort scheint aber niemanden zu interessieren? Und warum machen sie es nicht bei sich selbst zuerst, wenn es so gut ist oder wenn es überhaupt was bringt? Okay, und warum spielen sie mit den Nummern rum? Und warum machen sie das Ganze überhaupt? Also im Endeffekt ist es hier ein einziges Runterrasieren, okay, von dem Bibelvers, der hier in Sacharja steht, okay. Es ist ein komplettes, in der Bibel steht es gut drin, okay. Sozusagen das Böse weiß, dass es nur noch wenig Zeit hat, deswegen versucht er möglichst schnell seine Agenda durchzuführen, okay. Und das ist ein einziges Runterrasieren von Sacharja 13,8, okay, weil dort gibt es nämlich nicht nur Ham, sondern auch Israeliten, aber es ist das Land Hams und die meisten Israeliten sind eben nicht dort. Sacharja 13,8, und es soll geschehen, spricht Jehova, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen, okay, also 2/3 Israels, der Leute und nicht der tatsächlichen Ortsgegebenheit, okay. Ein Drittel aber soll darin übrig bleiben, also die 144.000, ihre Familien und ihre Mitfolger sozusagen. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen. Dazu braucht man natürlich erstmal den Namen, wie gesagt. Und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott, Jehova. Okay. Natürlich kann es nicht irgendwer sagen, okay, sondern wie gesagt, die Eliten greifen jetzt hier auch ganz gezielt bestimmte Leute an, okay, wie gesagt, ihr Neger, Latinos und gebürtigen Amerikaner, okay, ist hier kein Ponyhof. Sprüche 4,16, denn sie schlafen nicht, wenn sie nicht Böses getan haben, der Schlummer flieht sie, wenn sie niemand zu Fall gebracht haben. Micha 2, Zadak. Wehe Ruf über die Gottlosen in Israel, wehe denen, die Frevel ersinnen und Böses vorbereiten auf ihren Lagern. Am Morgen, wenn es Licht wird, führen sie es aus, weil es in ihrer Macht steht. Gefällt ihnen ein Feld, so rauben sie es, und wollen sie ein Haus haben, so nehmen sie es weg. Sie liegen Gewalt gegen den Besitzer und sein Haus, gegen den Mann und sein Erbteil. Gegen euer Erbteil, okay, ihr Israeliten. Psalm 64. Und 1. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. O Gott, höre meine Stimme, wenn ich seufze. Behüte meine Seele, wenn der Feind mich schreckt. Verbirg mich vor dem Geheimrat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Fallen. Salam. Um heimlich auf den Unschuldigen zu schießen, plötzlich schießen sie auf ihn ohne Scheu. Sie ermutigen sich
zu einer bösen Sache, verabreden sich, heimlich Schlingen zu legen, sie sagen, wer wird sie sehen? Sie ersinnen Tücken, wir sind fertig, ersonnen ist der Plan. Und das Innere eines jeden, ja, sein Herz ist unergründlich. Aber Gott schießt einen Pfeil auf sie und plötzlich werden sie verwundet. Und ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, sodass sich jedermann entsetzt, der sie sieht. Das spricht darüber, dass sie in den Medien sich gegeneinander aufhetzen, sozusagen. Da werden sich alle Menschen fürchten und sagen, das hat Yahweh Bahashem, Yahweh Shai getan. Okay? Und erkennen, dass es sein Werk ist. Der Gerechte wird sich freuen im Herrn und auf ihn vertrauen und alle aufrichtigen Herzen werden sich glücklich preisen. Gerecht bist du ultimativ, wenn du die Gebote der Bibel hältst. So einfach, wie es auch klingen mag. Okay? Und natürlich, wenn du jetzt dich hier auch nicht in Esau, Edom, sein System da irgendwie ja, schwer zu sagen, aber wenn du jetzt hier, sage ich mal, okay, eingesperrt wirst für, was weiß ich, 20 Jahre und du jetzt hier irgendwie jemanden umgebracht hast oder sowas, kann man sich denken, aber wie gesagt, 10 Gebote sagen, man soll keinen ermorden, okay. Aber wir sind sowieso am Ende, also von dem her, ich sag nicht, du sollst dich irgendwie hier jetzt mit Esau in sein System anlegen, aber also es sei mal so dahingestellt, okay. Zum Beispiel, wir gehen jetzt nicht auf so Black Lives Matter Veranstaltungen, weil sie werden im Endeffekt sowas nutzen können, um dich sogar einzusperren im Endeffekt. Und natürlich den Coronavirus dann dir, was sie ohnehin schon tun, in deine Gesundheitsakte sozusagen mit rein. Nehmen gleich, okay? Jesaja 32,7. Und der Betrüger wendet schlimme Mittel an. Er hat böse Anschläge im Sinn, um die Elenden durch erlogene Reden zugrunde zu richten, auch wenn der Arme sein Recht beweist. Offenbarung 12,12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die darin wohnt. Also das laufende Königreich Gottes sind die Israeliten, die Neger, Latinos und gebürtigen Amerikaner oder Indianer. Und eigentlich sollt ihr fröhlich sein, weil ihr im Himmel wohnt. Okay? Also wir predigen hier kein Evangelium des kein Leidensevangelium oder ein Evangelium des Untergehens oder sowas. Okay? Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Haben wir schon drüber geredet, okay? Also jetzt wird ernst gemacht, okay? Vor allem mit euch. Daniel 12,1. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht, denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Also auch der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg und alles, was davor war. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und wie gesagt, man findet sich in dem Buch eingeschrieben, nicht weil man ein Israelit ist, okay. Wir lesen in Römer 9 oder 12, dass nicht ganz Israel Israel ist. Also Israel ist nicht gleich Israel. Okay. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Also sprich, man kann Yahweh Bahashem, Yahweh Shai nicht auserwählen, sondern
Er muss dich auswählen. Wann macht er das? Sobald du seine Gebote hältst und ja, einfach erkennst, dass wir hier auch wirklich langsam am Ende angekommen sind. Okay. Und dass es hier auch wirklich Sinn ergibt, was hier drin steht. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, okay, und das ist 1. Petrus 4, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Yahweh Vashem, Yahweh Scheiß zu glauben? Offenbarung 14, 12. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Wir sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Yahweh Scheiß bewahren. Okay. Wir sollten die Situation definitiv im Auge behalten. Afrika darf nicht zu einem riesigen Testlabor für kaum erprobte Impfstoffe werden. Ja, nun noch zu einem weiteren Thema, das aber auch mit Afrika zusammenhängt. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben die US-Demokraten 9 Minuten lang mit afrikanischen Kente-Schals niedergekniet, auch um die afroamerikanische Bevölkerung bei der Präsidentschaftswahl im November auf ihre Seite zu ziehen. Gestern hat die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, dann ein neues Polizeireformsgesetz verkündet und den verstorbenen George Floyd als George Kirby bezeichnet. I said, well, I'll recommend that to the Judiciary Committee and to the Congressional Black Caucus who have shaped the bill. But I only will do that if you tell me that this legislation is worthy of George Kirby's name. Natürlich kann das ein Versehen sein. Trotzdem kam dieser Fehler nicht sonderlich gut bei der afroamerikanischen Gemeinschaft an, um deren Stimmen Pelosi seit Wochen buhlt. Doch mit solch einem Ausrutscher war Pelosi gestern nicht mal allein unter den Demokraten. Der aktuelle demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden behauptete gestern in einem Interview, dass bereits 120 Millionen US-Amerikaner durch das Virus gestorben sind, also jeder dritte US-Bürger. Einen ähnlichen Patzer brachte der 78-Jährige bereits im Februar. Damals sprach er von 150 Millionen US-Amerikanern, die angeblich seit 2007 durch Schusswaffen ums Leben gekommen sein sollen. Also, die demokratische Parteiführung blamiert sich am laufenden Band. 5 demokratische Gouverneure stehen unter Mordverdacht. Die Impfallianz rund um die Bill und Melinda Gates Foundation nimmt Afrika ins Visier. Und möglicherweise schafft es die US-Regierung, einen Impfstoff durch neue Medikamente überflüssig zu machen. Soweit der aktuelle Stand. Ja, falls ihr täglich mit weiteren Informationen versorgt werden möchtet, dann folgt. Erster Timotheus 1,17. Im Brief an Timotheus steht übrigens auch: Es verurteile dich niemand wegen deiner Jugend. Okay. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Okay. Aber nur so zur Info. Weil die Jugend hat eigentlich auch so gut wie am besten eigentlich zur Zeit verstanden, was generell auf der Welt gerade so los ist. Dem König der Ewigkeit, aber dem Unvergänglichen, okay, Unsichtbaren, so wie der Wind, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Also es läuft alles nach Plan. Okay. Aber wie gesagt, so eine Zeit war noch nie da. Okay. Also es wird ekelerregend. Schau mal.